Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Universität Osnabrück zum heutigen Friedensgespräch unter dem Titel Oma, was ist ein Schneemann? Einer Diskussionsrunde zur Klimagerechtigkeit willkommen heißen. Seit vielen Jahren veranstaltet die Universität Osnabrück gemeinsam mit der Stadt Osnabrück die Osnabrücker Friedensgespräche, die sich den vielfältigen Fragen und Facetten rund um das zentrale Thema Frieden widmen. Ganz herzlich darf ich an dieser Stelle Herrn Volker Bajus als Ratsmitglied und Vertreter der Stadt Osnabrück begrüßen. Lieber Herr Bajus, hier, ich gucke in die falsche Richtung. Lieber Herr Bajus, seien Sie ganz herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Klimawandel stellt die wohl größte Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert dar. Laut Weltklimarat erfordert die Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius, Zitat, rasche, weitreichende und beispiellose Veränderungen in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft. Mit der heutigen Podiumsdiskussion widmen wir uns somit einem, wie ich finde, hochaktuellen und hochbrisanten Thema, das auf verschiedenen Ebenen vielfältige Konfliktpotenziale birgt. Die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, mit der zunehmenden Umweltzerstörung, der Vermüllung der Meere und dem immer noch steigenden Ressourcenverbrauch offenbart vielfältige Konfliktlinien. Beispielsweise zwischen dem globalen Norden und Süden, beispielsweise zwischen gesellschaftlichen Schichten, zwischen politischen Positionen, insbesondere aber, und dies soll für uns am heutigen Abend eine besondere Rolle spielen, zwischen den Generationen. Der heutige Abend wurde deshalb bewusst in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern organisiert, mit dem Ziel, die verschiedenen Perspektiven auf das Thema Klimawandel zu beleuchten und über die Herausforderungen in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten zu sprechen. Dass wir für dieses besondere Format Herrn Professor Große-Ophoff, da muss ich jetzt darüber gucken, fachlicher Leiter des Zentrums der Umweltkommunikation in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, als Moderator gewinnen konnten, freut mich sehr. Lieber Herr Große-Ophoff, auch Sie möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Ebenfalls namentlich begrüßen darf ich unsere Podiumsgäste. Herrn Dr. Koppatz, Mitarbeiter des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Sowie den klimapolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion der FDP, Herrn Dr. Köhler. Zweifellos wären der Klimawandel und seine Folgen ohne die massiven Proteste der Schülerinnen und Schüler nicht so präsent in der nationalen und internationalen Presse. Erst seit Schülerinnen und Schüler freitags dem Unterricht fernbleiben und stattdessen demonstrieren gehen, gewinnt das Thema Sichtbarkeit und ein größeres öffentliches Interesse. Wie man heute am Internationalen Tag des Klimastreiks wieder eindrucksvoll sehen konnte, sind die Jugendlichen in Osnabrück sehr aktiv. Insbesondere viele Schülerinnen und Schüler der Ursula-Schule engagieren sich bei den Protesten für mehr Klimaschutz. Zwei von ihnen werden wir heute auf dem Podium erleben und sie werden mitdiskutieren, worüber ich mich ganz besonders freue. Liebe Frau Falkenreck, das sind Sie. Und liebe Frau Oberwestberg, ganz herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, mit dem heutigen Friedensgespräch möchten wir der jungen Generation und ihrem Anliegen ein Forum und einen Rahmen bieten für den dringend erforderlichen öffentlichen Diskurs zum Klimawandel.
Als Bildungs- und Forschungseinrichtung besitzen Universitäten durchaus einen herausragenden Stellenwert in der regionalen wie auch der überregionalen Wahrnehmung. Auch die Universität Osnabrück ist sich ihrer Vorbildfunktion und ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft als integrative Ausbildungsstätte künftiger Generationen und als Motor wissenschaftlicher Erkenntnisse bewusst. In diesem Zusammenhang haben wir schon früh die Förderung des Umweltschutzes in Theorie und Praxis als wichtige Aufgabe erkannt. Dieser Aufgabe fühlen wir uns bis heute verpflichtet. Stetig feilen wir an unseren Konzepten mit dem Ziel, die Umweltbelastungen, die durch die Universität entstehen, zu senken, um auf diese Weise zu einer nachhaltigen Weiterentwicklung zu gelangen. Als erste Universität Deutschlands haben wir bereits in den 1990er Jahren Umweltleitlinien verabschiedet und eine umfassende Ökobilanz vorgelegt. Seitdem arbeiten wir konsequent an der Fortentwicklung des Umweltmanagements, das Entwicklungen frühzeitig reflektiert und die Verankerung eines Bewusstseins für Fragen des Umweltschutzes in allen Arbeitsbereichen der Universität unterstützt und in die Öffentlichkeit trägt. Das Umweltmanagement erfasst, bewertet und optimiert alle Umweltauswirkungen der Universität. Darunter fallen beispielsweise der Verbrauch von Energie, von Wärme, von Wasser, von Papier, aber auch anderen Materialien, genauso wie das durch die Universität hervorgerufene große Verkehrsaufkommen. Mit entsprechenden Maßnahmen versuchen wir, die Belastung, die mit circa immerhin 1.700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und rund 14.000 Studierenden und dem damit verbundenen motorisierten Verkehr von unserer Seite einhergeht, zu minimieren. Mit verschiedenen Angeboten regen wir dazu an, auf umweltfreundliche Mobilitätsformen und Mobilitätskonzepte umzusteigen und haben in diesem Bereich in den letzten Jahren ein Spektrum vielfältiger Maßnahmen etabliert. In enger Zusammenarbeit mit der Hochschule, mit der Stadt, auch den Stadtwerken und einzelnen Initiativen ist es unser Ziel, insbesondere eine umweltfreundliche Mobilität in der Stadt Osnabrück voranzutreiben. Und auch unsere Studierenden bringen sich mit eigenen Initiativen aktiv ein. Unter anderem bietet der ASTA Leihräder an, sogenannte Studibikes, die vor allem an ausländische Studierende vergeben werden. Außerdem betreibt er eine Fahrradwerkstatt, die kostengünstige Reparaturen ermöglicht. An unserer Universität haben sich zudem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Bewegung Scientists for Future angeschlossen, um konsequentere Maßnahmen zum Klimaschutz anzustoßen. Sie organisieren insbesondere öffentliche Vortragsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz und Klimawandel, in denen neueste Forschungserkenntnisse für eine breite Zuhörerschaft dargelegt werden. Auf diese Weise leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, Sie finden an der Universität Osnabrück eine fruchtbare Atmosphäre vor, die einen konstruktiven und dann auch manchmal kontrastiven Meinungsaustausch zu einem durchaus komplexen und schwierigen Thema ermöglicht. Mein Dank gilt hierbei allen Beteiligten, die den heutigen Abend vorbereitet haben und an diesem natürlich mitwirken. Bevor ich nun das Wort an Herrn Professor Große-Ophoff übergebe, möchte ich Sie auch schon mal vorab ganz herzlich zum Get-Together im Foyer, das ist gleich da vorne, im Anschluss an die Diskussion einladen, das Ihnen die Möglichkeit bietet, miteinander und natürlich auch den Podiumsgästen ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen und spannenden Abend und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.